Unsere Alten haben früher immer gesagt, ein Holz muss mal frieren, es muss schwitzen, es muss diese ganzen Jahreszeiten mitmachen. Und das ist ganz wichtig für unsere Instrumente, dass wir da wirklich auch ein gutes Holz haben. Und da können wir nur das Beste von unserem Holz sagen. Also unsere Firma wurde 1875 gegründet hier in Meugnekirchen von meinem Urgroßvater. Und 1971 bin ich dann dazugekommen. 1971 ist alles verstaatlicht worden und da ist diese Firma in ein großes Kombinat mit einbezogen worden und war eigentlich nicht mehr so diese selbstständige Firma. Wir konnten eigentlich selber nicht mehr viel entscheiden. Es ging dann bis in die Jahre 1989 zur Wende. Und dann kam diese Herausgliederung wieder aus dem großen Kombinat. Und dann sind die Firmen Gebrüder Mönnich und Oskar Adler sind zusammengeblieben, unter einem Dach gezogen im Jahre 2000. Und so hat sich das die letzten Jahre entwickelt und ich finde es sehr gut entwickelt. Also ich freue mich sehr, dass mein Schwiegersohn den Entschluss gefasst hat, hier reinzugehen in die Firma mit, hier in der Firma tätig zu sein. Und in den 3 Jahren, in denen er hier ist, da hat er so einen Aufschwung genommen und hat sich so qualifiziert, wo ich immer wieder sagen muss, ich staune. Also ob man es im Blut hat, kann ich nicht sagen, weil ich habe es mit Sicherheit nicht im Blut, weil mein Vater war Bäcker. Aber also ich glaube, zum Instrumentenbau muss man wollen. Und man muss Interesse mitbringen und muss Interesse für ein Instrument mitbringen. Und dann ist das ein wunderschöner Beruf. Ich habe da unheimlich viel von meinem Schwiegervater lernen können, weil er mit seiner unendlichen Erfahrung natürlich da unheimlich viel eingebracht hat. Wiederum kann ich sagen, dass ich natürlich, weil ich aus einem anderen Zweig komme, gewisse Sachen mit vielleicht reingebracht habe, die so in dieser Branche noch nicht drin waren. Natürlich macht es mich stolz und glücklich, dass mein Enkelsohn, der Philipp, jetzt auch mit hier ist. Den meisten direkten Kontakt habe ich zu meinem Opa. Er ist der Ältere von beiden, da lernt man immer noch ein paar Weisheiten. Und gerade in der Holzverarbeitung kann er mir halt mehr zeigen. Ich bin froh, dass er es macht und ich bin auch sehr überrascht, wie er es macht. Da bin ich eigentlich sehr stolz drauf, weil ich ihm das ehrlicherweise nicht zugetraut hätte und er mich da eines Besseren belehrt hat. Naja, man versucht sich schon irgendwie mit einzubringen in die Firma und vielleicht doch mal seine Meinung mitzubringen, aber normalerweise ist es so, dass der Meister oder in dem Fall auch mein Opa einfach da am höheren Hebel sitzen und dann auch Recht haben. Also das muss man anerkennen. Ich hoffe, wenn ich mal aufhöre, dass dann das von meinen beiden Familienangehörigen mit übernommen wird oder weitergeführt wird.